Der Kohleausstieg 2038 ist viel zu spät. 2045 klimaneutral ist viel zu spät. Als PolitikerInnen die Maßnahmen weiter in die Zukunft verschieben, hat mittlerweile Tradition. Sind wir mal ehrlich, dieses politische System ist nicht geeignet, diese Krise zu bekämpfen. Gerade jetzt, nachdem während der Corona-Pandemie die Emissionen ein Stück sanken, steigen sie wieder so rasant wie noch nie. Die Emissionen steigen so rasant wie noch nie. Und das auch, wenn wir seit 30 Jahren wissen, dass wenn wir die Atmosphäre über einen gewissen Grad erhitzen, wir, weil wir keine Landwirtschaft mehr betreiben können, als Menschheit vom Aussterben bedroht sind. Täglich sterben 150 Tier- und Pflanzenarten. Ich bleibe nicht ruhig, während mein eigenes Überleben und schon das jetzt der Menschen im globalen Süden massiv gefährdet ist. Ich kann in einem Notfall nicht so tun, als hätten wir keinen Notfall, weil diese Gesellschaft ihn täglich ignoriert. Täglich werden 95 Millionen Barrel Öl verbrannt. Täglich. Das ist kein Problem der Industrialisierung von vor 100 Jahren. 60% der CO2-Emissionen sind in den letzten 30 Jahren dazugekommen. Ich bin Henning Jeschke, ein junger Student, 21 Jahre alt, und ich möchte eine Zukunft haben, in der ich nicht eine Festung Europa sehe, wo wir alle versuchen zu vertreiben und mit Waffengewalt an den Außengrenzen zu halten, die dann kein Zuhause mehr haben, weil wir es zerstört haben. Die Unbewohnbarkeit großer Teile der Erde in Äquatornähe steht, wenn wir so weitermachen, unmittelbar bevor. Liebe Göttingerinnen und Göttinger, Ihre Zukunft sieht scheiße aus. Deine Zukunft sieht scheiße aus. Meine Zukunft sieht scheiße aus. Aber wir haben es in der Hand, es zu ändern. Aber momentan sehen wir die notwendigen Änderungen nicht. In keinem der Wahlprogramme der großen politischen Parteien, ich wiederhole, in keinem, ist ein Plan, der uns bei 1,5 Grad durchschnittlicher Erderhitzung begrenzt. Sie kriegen von mir jetzt die dritte Aufforderung. Ich habe die dritte Aufforderung verstanden. Von der Straße. Ja? Ist das ich kann nicht mehr an der Seite stehen, weil ich dort ignoriert werde mit das meinem Anliegen, ein würdevolles Leben führen zu können. Ansonsten kommen die Kollegen. Okay? Ich habe Angst. Ich habe große Angst vor Dürren und dem darauf folgenden Hunger. Wenn eine Gesellschaft unter Druck gerät, weil die sozial Schwachen, die es immer zuerst trifft in Krisen, das erleben wir auch während Corona, nicht mehr genug Geld haben, um am Ende des Monats etwas zu essen zu bekommen, dann, und das will ich mir nicht vorstellen, weil es während meiner Lebenszeit bisher nicht vorkommen musste, werden wir hier in Deutschland, in Europa, ein Leid erleben, was immer kommt, wenn die Gesellschaft unter Druck gerät. Menschen werden auf der Straße aggressiv, es gibt Terror. Wir erleben, wie sich um Brote geknoppt wird, wie das Wasser immer knapper wird. Ich habe keine ordentliche Auflösung verstanden.
diese Angst ist nicht Verzweiflung, jetzt einfach nichts zu tun. Die Angst bedeutet, ich muss meinen Mut zusammennehmen. Was werden Sie jetzt unternehmen? Sollen wir wieder sitzen bleiben sonst? Gehen Sie doch mal auf die Straße. Ja? Vielleicht noch Platz zu weisen. Machen Sie es nicht. Abstrakt und wir spüren es noch nicht, aber es kommt direkt auf uns zu. Was soll ich tun, wenn Demonstrationen seit Jahrzehnten keinen Effekt auf die CO2-Kurve genommen haben? Was soll ich tun, wenn Petitionen seit Jahrzehnten ineffektiv und erfolglos blieben? Zahlreiche Petitionen und Demonstrationen war ich dabei. Es ändert sich nichts. 2045 Klimaneutralität ist viel zu spät. Die Wissenschaft ist eindeutig. Wir brauchen in den nächsten 5 Jahren entschlossene Handlung. Keine der politischen Parteien im Parlament hat ein Programm, mit dem das Überleben der Menschheit durch eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad gesichert ist. Alle gehen davon aus, dass wir in diesem Wirtschaftssystem, was auf endlosem Wachstum beruht, eine Zukunft haben. Das ist offensichtliche Leugnung von Physik. Mit den CO2-Molekülen in der Atmosphäre lässt sich nicht verhandeln. Wir können nicht einfach sagen, wir haben noch mehr Zeit, weil wir gerne mehr Zeit hätten. Es ist ein Notfall und ich habe Angst vor Konflikten, die jetzt schon durch übermäßige Hitze und Dürren in anderen Ländern entstehen, die dann zu uns schwappen werden. Die Klimakrise ist nichts Abstraktes. Die Klimakrise wird sich ganz spürbar auf Ihren, auf deinen Alltag auswirken. 3/4 aller Getreideernten werden auf 1/4 der weltweiten Anbauflächen produziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen Flächen gleichzeitige Dürren die Welternährung massiv gefährden, ist heutzutage um das 40-fache höher. Wir wissen, es kommt plötzlich bei der Pandemie, auch das eine Folge von unserem Eingriff in die Natur, dass Viren immer schneller übergehen und mutieren, geht es ganz plötzlich. Keiner hat damit gerechnet. Wir haben Sie ermahnt in freundlichen Worten. Also, bitte. Wenn Sie mich heute noch festgenommen haben möchten. Ich bin angeklebt, bitte reißen Sie mich nicht weg. Ich bin mit dem Kopfkleber. Ja. Die mutig sind und das tun, was in der Geschichte zur Änderung von Systemen geführt hat, nämlich das Gesetz zu brechen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wodurch gibt es das Frauenwahlrecht? Warum arbeiten Kinder nicht mehr in Fabriken? Warum können wir uns in Gewerkschaften organisieren? Wegen mutiger Menschen, die aufgestanden sind, als es notwendig war. Jetzt ist der Sekundenkleber fest. Bitte ziehen Sie ihn nicht runter. Ja, ich auch nicht. Weil es ein Notfall ist. Ich bin wieder hier und ich werde auch wieder kommen, weil ich nicht einfach zusehen kann, wie immer weiter nur grün gewaschene Erzählungen kommen. Sinn der Aktion ist es, den Alltag der Menschen zu unterbrechen, weil wir den Notfall nicht wahrnehmen. Ich möchte Sie nicht stören. Es tut mir weh, Menschen stören zu müssen. Aber es tut mir viel mehr weh, wenn ich weiß, dass wir alle es nicht im Interesse haben, was da auf uns zukommt, wirklich zuzulassen. Und noch haben wir es in der Hand. Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Entschuldigen Sie, lieber Herr. Bitte, Entschuldigung. Was? Gehen Sie in die Innenstadt, sprechen Sie die Leute an. Das wollten Sie noch nicht. Mit Ihrem Verhalten schränken Sie die Freiheiten anderer ein. Wenn Sie sich hier hinsetzen und die Busse können fahren, ist das okay. Aber wenn Sie sich in die Fahrbahn setzen und den Verkehrsfluss behindern, ist kontraproduktiv.
erreichen Sie genau das Gegenteil. Meine Freiheit wird eingeschränkt, nämlich die Freiheit, ein würdevolles Leben mit Essen und Trinken und Luft zu führen. Es sterben jetzt schon hunderttausende Menschen jedes Jahr in Europa an Luftverschmutzung. Es sterben anderswo und das verdrängen wir ganz erfolgreich bereits jetzt hunderttausende an den Folgen unserer Atmosphärenerhitzung. Und was auf uns zukommt, das wird das Ganze nochmal vielfach potenziert bedeuten. Was auf uns zukommt, bedeutet, dass das unbewohnbar ist, was gerade schwierig ist, Ackerbau zu betreiben an anderen Orten, wird dann unmöglich sein, weil es wochenlang keinen Niederschlag gibt, weil Wetterextreme teilweise auch mit zu viel Niederschlag bedeuten, wir können keine Landwirtschaft mehr betreiben, die alle Menschen ernährt. Das führt zu Völkerwanderungen biblischen Ausmaßes. Hans-Joachim Schellnhuber, ehemaliger Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung und Experte auf dem Gebiet, sagt, wir rasen auf eine Wand zu und der Crash könnte letztlich das Ende unserer Zivilisation bedeuten. Das Ende unserer Zivilisation, das klingt beschönigend. Es steht dafür, dass sich dein Alltag verändern wird. Und zwar immer stückchenweise zu einer Zukunft, in der wir Probleme haben werden, Essen, Trinken und Luft zu haben. Schon im letzten Jahr mussten Gemeinden in Niedersachsen von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden. Schon jetzt sinkt der Grundwasserpegel jedes Jahr auf Rekordtief. Noch spüren wir das nicht, weil alle Supermarktregale voll sind. Weil wir noch zukaufen können, das Weizen aus Rumänien. Noch spüren wir das nicht, weil die globalen Versorgungsketten noch nicht zusammengebrochen sind. Aber sind wir mal ehrlich, ist unser politisches System diesen massiven Veränderungen, die wir miterleben werden, gewachsen? Ich glaube nicht. Und ich fordere, dass wir, anstatt dass die Politik weiter so tut, als hätte sie es in der Hand, zugeben, dass es gerade ein Notfall ist, den wir nicht in der Hand haben. Und eine Notfallsitzung einberufen, in der geloste Bürgerinnen und Bürger darüber entscheiden, wie es weitergeht. Ich habe mich hier angeklebt auf der Straße, weil ich nicht einfach hinnehmen kann, dass sobald ich von der Straße runtergetragen bin, alles seinen normalen Weg geht. Ich weiß, das ist eine Unterbrechung im Alltag für Sie. Und es tut mir leid für die Störung, aber ich entschuldige mich nicht dafür, warum ich das hier tue. Immer mehr Menschen wissen, dass wir uns in einem Notfall befinden. Aber alles geht täglich weiter. Täglich werden 95 Millionen Barrel Öl verbrannt. 95 Millionen. Die Klimakrise ist kein Problem der Industrialisierung. Sie ist ein Problem im Hier und Jetzt, jeden Tag. Und jeder guten Tag. Gunther, Polizei Göttingen. Das ist eine nicht bitte? Gunther, mein Name. Gunther, Polizei Göttingen. Das war eine nicht angemeldete Versammlung. Ich erteile die Beschränkung ihrer Versammlung auf den Gehweg auf der Fahrbahn durchzuführen, weil sie den Verkehr behindern. Das habe ich verstanden, aber ja, ich kann an Notfall nicht tun, als hätten wir keinen. Zweite Anordnung. Zweite Mal die Beschränkung. Gehen auf den Gehweg. Ich sehe keine Versammlung. Halt die Versammlung dadurch. Doch, was ich meine, ich bin nicht versammelt. Ich bin hier, um alleine zu zeigen, ich zeige aus. Ich mache nicht mehr mit. Wenn in einem weiter so alle entspannt zu Hause sitzen und Netflix-Serien schauen oder arbeiten gehen, ganz fleißig für eine gute Gesellschaft. Aber wir aus dem Blick verlieren, dass alles, was ein Leben der zukünftigen Generationen braucht, nämlich Essen, Trinken und Luft, durch unser Weiter so gefährdet ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ich bleibe hier, das nur bis ich alleine auf die Straße gehe. Für eine Versammlung, nach dem Gesetz brauchen wir eine Versammlung, mindestens zwei Personen mit politischer Botschaft. Ich habe eine gesellschaftlich-politische Botschaft, die dem Ausruf eines Notfalls gleichkommt. Ich bin nicht mit zwei oder mehr Menschen versammelt. Und deswegen möchte ich, dass Sie das auch so behandeln.
mit mehreren Menschen sind im ganzen Städtchen die Partei. Deswegen wird das als von nicht angemeldete Versammlung gewertet. Ich erteile Ihnen das dritte und letzte Mal die Beschränkung, Ihre Versammlung auf den Gehweg durchzuführen. Wenn die das nicht dem nicht nachkommen, werden wir notfalls Fundamenten und werden die wegtragen. Beziehungsweise werden wir vorher natürlich auch die Versammlung auflösen hier auf der Fahrbahn. Ich bin ganz glücklich. Ja, das wissen wir, glauben wir. Das waren die anderen bestimmt auch alle. Ich sage Ihnen, wie es weitergeht. Wir werden dann Ihre Personalien auf den Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, weil Sie der Beschränkung nicht nachgekommen sind. Das haben Sie verstanden, ne? Ich habe es verstanden. Gut. Ich habe nicht verstanden, warum ich eine Versammlung bin. Das möchte ich gerne noch einmal erklärt haben. Weil Sie sich im ganzen Stadtgebiet hier mit mehreren Leuten hier, auf verschiedenen... Sie haben sich hier mit mehreren Leuten im gesamten Stadtgebiet verabredet, einzeln, das ist wichtig, einzeln auf den Kreuzungen oder auf der Fahrbahn sich hinzusetzen und den Verkehr zu blockieren. Das ist im ganzen Stadtgebiet. Hier an diesem Ort sind alleine, das ist richtig. Ne? Aber es gibt ja auch noch andere Leute, die hier nebenbei filmen. Das kann man nämlich dann auch dazu zählen. Das sind Passanten, die hier filmen. Ist auch egal. So, ich löse hiermit die Versammlung auf. Wir haben jetzt die erste Mal die Aufforderung, Ihre Versammlung aufzustehen und den Versammlungsort zu verlassen. Wenn Sie nicht nachkommen, werden wir Sie wegtragen. Wollen wir aufgehen und weggehen? Ich möchte Ihnen, ich wollte Sie nicht unterbrechen, eine Sache will ich gerne sagen. Ich bin hier angeklebt, deswegen hat schon der Kollege vom Ordnungsamt mich nicht runtergetragen. Mit Sekundenkleber, Tür und Axillat habe ich mich hier mit meiner Hand am Asphalt befestigt. Deswegen wird es schwierig für mich aufzustehen. Ja, da wollen Sie denn hier sitzen bleiben? Gucken wir gleich mal. Ich möchte, dass die Gesellschaft den Notfall anerkennt. Ja, das ist nicht, ja alles wichtig. Ich werde natürlich nicht heute ewig bleiben, ich werde immer wieder kommen. Ja, nur die Frage, wie kriegen Sie denn die Hand da wieder lose? Was haben Sie sich dafür ausgedacht, um das verletzungsfrei hinzukriegen? Ja, das ist gerade nicht meine Sorge. Meine Sorge ist eine ganz andere. Ja, das weiß ich. Gut, wie gesagt, Versammlung ist aufgelöst. Zweite Aufforderung, den Versammlungsort zu verlassen. Wollen Sie dem nachkommen? Ich sehe mich nicht als Versammlung. Gut, dritte Mal, Versammlung ist aufgelöst. Sie haben jetzt die Möglichkeit, selber aufzustehen und den Versammlungsort zu verlassen. Ansonsten müssen wir Sie wegtragen und wir leiten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Sie ein. In der Hand und den Kleber müssen wir mal gucken. Wollen Sie aufstehen und weggehen? Ich kann nicht aufstehen und weggehen, wenn ich hier. Bitte Sie zu respektieren, dass ich hier festgeklebt bin. Handelsüblicher Sekunde. Nein, mein Kleber. Ich kann nicht versuchen aufzustehen. Ich habe mich dort festgeklebt. Für mich jetzt den Kleber schmeiße ich weg. Das ist nur ein Gramm, deswegen habe ich es nicht auf alle Finger verteilen können. Ich habe mich mit der Handfläche angeklebt. Okay, und ich möchte Sie damit trotzdem. Ich bin friedlich und werde keinen Widerstand leisten. Das wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen einfach nur, dass Sie jetzt von der Straße kommen. Das kann ich nachvollziehen. Das ist Ihre Rolle in diesem Moment zu sagen, Sie wollen den Verkehr weiterfließen lassen, wo ich aber auch sehe, was auch Ihre Rolle wäre, ist mein Grundrecht zu schützen. Naja, jetzt geht es erstmal darum, wollen Sie das wirklich darauf ankommen lassen, dass wir jetzt die Feuerwehr holen? Wir sind ja eigentlich für andere Zwecke da, ne? Nur mal ein bisschen Wasser, dass man das lösen kann. Ich glaube nicht, dass die Grundwehr das Wasser löst, weil ich das nicht lösen kann. Das Grundrecht für mich auf ein würdevolles Leben ist der Paragraph 1 unseres Grundgesetzes. Ja. In Paragraph 20 ist sogar festgehalten, dass die Regierung auch in Verantwortung für zukünftige, noch gar nicht lebende Generationen die Lebensgrundlage schützen muss. Dieses Grundrecht missachten unsere Regierungen seit Jahren. Die Klimaschutzgesetze, die verabschiedet werden, stehen nicht im Einklang mit einem würdevollen Leben, mit einem Recht auf Gesundheit, mit einem Recht auf Eigentum, mit einem Recht auf das Grundrecht. Ja, vielleicht funktioniert das, keine Ahnung.
löst man den Kundenkleber? Ich habe ihn noch nicht festgeklebt, ich kann es dir nicht sagen.